Die slawische Expansion ist ein schwer fassbares Phänomen. Noch immer wird diskutiert, ob es Flucht vor den Awaren oder eigener Antrieb gewesen sein könnte. In den schriftlichen Quellen ist nicht viel fassbar. Erste Bewegungen haben schon vor 568 stattgefunden, also bevor die Awaren Pannonien erhielten. Archäologisch lässt sich eine Zangenbewegung um das awarische Gebiet nachweisen. Eine Richtung geht über die untere Donau in die Balkanprovinzen, die andere nördlich über Böhmen und Mähren in die Alpenländer. Auffällig ist die Verbreitung der Namensbezeichnungen. So treten zum Beispiel Kroaten außer am Westbalkan auch in Kärnten und beiderseits der Karpaten auf. Ähnlich ist es bei Serben und Sorben. Es könnte sich dabei um alten slawischen Stämme handeln, die zerfielen oder sogar umgesiedelt wurden. Während der awarische Einfluss auf die Balkanslawen groß war, schwindet er Richtung Norden, zur Ostsee hin. Auch die Elbslawen konnten nicht erreicht werden. Im Ostalpenraum bestanden im 6. Jahrhundert zum Teil noch florierende Siedlungen, so hier am Hämmerberg im Jauntal oder Aguntum. Die Alpenslawen sind in der zweiten Hälfte des 8. Jahrhunderts fassbar und kommen aus Norden und Südosten. Sie fehlen also im 7. 8. Jahrhundert. Das liegt auch an den archäologischen Forschungen. Vieles liegt noch unentdeckt unter der Erde. Vielleicht waren die slawischen Bestattungen dieser Zeit auch nur einfacher bzw. völlig beigabenlos. Brandbestattungen hinterlassen obendrein gar keine Spuren. Nur zum Vergleich. Auch die christlichen Gräber sind völlig arm ausgestattet. Die Eroberung befestigter Plätze und die Konfrontation mit den Bayern und Langobarden führte vermutlich zu größeren Zusammenschlüssen. Auch der Druck der Awaren war wohl größer. Der Bereich awarischer Aktivität deckt sich sehr stark mit dem slawischen Expansionsgebiet. Nirgends überschritten die Awaren im Westen die Grenze der slawischen Besiedelungen. Bayern und Norditalien blieben also ohne awarische Einbrüche. Die Westpolitik des awarischen Kagans war also Slawenpolitik. An Drau und Elbe musste der Kagan mehrfach seine Monopolstellung verteidigen. Kein anderer sollte als Schutzmacht der Slawen auftreten. Gegenüber den westlichen Großmächten führten die Awaren sogar eine Friedenspolitik. Allerdings gab es Vorstöße gegenüber Byzanz. Die westlichen Beobachter nahmen Awaren und Slawen meist als getrennte Völker wahr, die allerdings kooperierten. Wo bis 626 die Slawen auftraten, waren die Awaren nicht fern.